Stellen Sie sich vor, Sie liegen jede Nacht im Bett und es knallt und hämmert stundenlang. So geht es einigen Anwohnern in Stuttgart, denn 30 Meter unter ihren Wohnungen wird rund um die Uhr gesprengt und gebaggert. Und das Ganze noch bis 2022. Rund 30 Meter unter der Erde. Hier sollen später einmal Züge fahren. Dafür wird ein Tunnel ins Erdreich getrieben und deswegen wird gesprengt. Für die Bürger oben drüber klingt das so. Hier private Aufnahmen eines Anwohners. Kaum zu ertragen für Erich Wolf und seine Nachbarn. Die Sprengungen kommen völlig unvermittelt. Das fühlt sich an wie ein Erdbeben. Man kann auch jegliches Gespräch, das man führt, muss man unterbrechen. Man hört nichts mehr, auch wenn man Fernseher schaut, man hört nichts mehr. Es ist richtig laut, es geht durch Mark und Bein. Auch nachts wird im Tunnel gearbeitet, und zwar mit diesem Bohrmeißel. Wie das Geräusch oben bei Erich Wolf ankommt, hat er aufgenommen. Als das Geräusch anfing, dachte ich auch, wer klopft da an mein Haus? Das ist wie ein Presslufthammer im Keller. Und dann geht es 2 bis 4 Stunden dock, 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 dock. Und so laut, dass sie nicht schlafen können. Und das jetzt schon seit 3 Wochen. Die Bahn baut Stuttgart 21. Ein gigantisches Projekt, zum größten Teil mitten in der Stadt. Es entstehen insgesamt 4 neue Bahnhöfe und rund 60 Kilometer Tunnelröhren. 2 davon liegen unter dem Stadtteil Wangen. Hier wird 7 Tage die Woche rund um die Uhr gearbeitet. Die Bürger, die genau oben drüber wohnen, sind am Ende ihrer Kräfte. An Schlaf sei nicht zu denken. Ich habe dann gerade noch mal vielleicht 2 Stunden, weil um 6 Uhr klingelt dann mein Wecker. Ich bin im Außendienst tätig, das heißt, ich fahre am Tag 300 Kilometer Autobahn und Landstraße und sollte eigentlich immer voll konzentriert sein. Und das ist mittlerweile fast nicht mehr machbar. Die Bahn kennt all diese Beschwerden, sieht aber gar keine andere Möglichkeit, als auch nachts zu bauen. Wir haben eine Baugenehmigung über 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir bauen hier mit öffentlichen Mitteln und das bedeutet, dass wir die Baustelle so schnell wie möglich auch zum Abschluss bringen müssen. Und das schließt dann eben ein, dass wir auch nachts Tunnelvortrieb brauchen. Von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends wird immer wieder gesprengt, in den übrigen Nachtstunden gemeißelt. Doch nun will die Bahn den Anwohnern entgegenkommen. Der Meißel soll nachts ruhen, dafür aber gesprengt werden. Das sei schließlich nur eine kurze Lärmbelastung. Für die Anwohner ein schlechter Scherz. Nachts möchte ich schlafen und da ist weder Meißel noch Sprengen sinnvoll. Die Bahn hat 70 Haushalten in Wangen Hotelgutscheine angeboten. 10 Familien haben davon Gebrauch gemacht. Auch Erich Wolf und seine Tochter flüchten nun jeden Abend vor dem nächtlichen Lärm.